Der Zerfall der Bundesregierung nimmt wahnsinnig schnelle Schritte an. Sie wissen es selbst noch nicht, aber das ZDF hat jetzt erstmals eine Umfrage veröffentlicht. 0% wollen noch die Ampel. Das ist eine Klatsche. So haben wir schon länger keine mehr gesehen. Vielleicht seit letztem Sonntag keine mehr. Es gibt jetzt hier Umfrageklatschen nach der anderen und es gibt jetzt auch Terminabsagen der Bundesregierung. Es sind inzwischen nicht nur Einzelfälle, es ist jetzt hier ein Muster zu erkennen. Die Koalition hat sich nichts mehr zu sagen. Wichtige Treffen, Termine und Veranstaltungen sind gestrichen worden. Man zieht sich jetzt zurück aus der Öffentlichkeit. Man bereitet sich anscheinend in den Hinterzimmern auf ein neues Wahlprogramm vor, auf ein neues Bundestagswahlprogramm, weil sie inzwischen wohl alle geschnallt haben, dass das mit der Bundestagswahl am 28. September 2025 nur der letztmögliche Termin einer Bundestagswahl ist. Es gibt noch eine ganze Reihe von Terminen, die vorher abgehalten werden könnten. Und jetzt kommt hier eins zum anderen. Es gibt jetzt erstmals, das ist wirklich eine schöne Meldung, Beliebtheitswerte von Alice Weidel, wo sie Olaf Scholz hinter sich gelassen hat. Und zwar in den Mainstream-Medien. Das ist ja das Besondere daran. Hier kommt Alice Weidel auf 20 Punkte und Olaf Scholz nur noch auf 18. Aber weil das Ganze noch nicht genug war, es geht jetzt hier wirklich schöner weiter. Ich wollte im Sommer eigentlich beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung zu Besuch sein und wollte mir im Kanzleramt da was anschauen. Denn mit meiner Zutrittsberechtigung zum Deutschen Bundestag komme ich nicht in das Kanzleramt hinein. Der Termin wurde für dieses Jahr allerdings gestrichen. Man hatte den Termin quasi gar nicht angesetzt. Der letzte Tag der offenen Bundesregierung quasi war 2023 und das ist immer das letzte Wochenende im August gewesen. 2021, 2022 und 2023. 2024 gibt es diesen Termin nicht. Es gibt auch keine Ankündigung, es gibt keinen Ersatztermin. Man hat es einfach sausen lassen. Am Anfang dachte ich mir dabei noch nichts. Aber jetzt geht es weiter. Also am 1. September-Wochenende normalerweise gibt es die Klausur der Bundesregierung auf dem Schloss Meseberg. Meseberg ist der Landsitz der Bundesregierung, der gehört wirklich der Bundesregierung, ein Gasthaus, um einfach hier ein paar schöne Tage zu vollbringen. Kostet auch eine ganz schöne Summe Geld, steht in unserem Bundeshaushalt drin, was uns alleine dieses Landhaus hier kostet. Und man hat darauf verzichtet, anscheinend kurz nach der Wahl in zwei Bundesländern hier Pressefotos zu inszenieren, die auf einer Klausurtagung der Bundesregierung, das ist das, was sie immer machen, vor dem Ende der Sommerpause treffen sie sich alle in Schloss Meseberg. Ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal dieser Termin nicht stattgefunden hat. Selbst Angela Merkel hat alle 16 Termine durchgezogen und die jetzige Regierung hat das gestrichen. Das war ja noch die Ausrede dann mit, okay, wir haben die Wahlen, wir erwarten weniger gute Ergebnisse, wir lassen das sein. Jetzt ist es allerdings so, dass die Fraktionen, die Bundestagsfraktionen, alle im Einzelnen jetzt zu Beratungen zusammengekehrt sind. Das wurde relativ kurzfristig gemacht. Diese Termine gab es teilweise vorher, teilweise auch erst relativ kurzfristig. Und der Koalitionsausschuss für nächste Woche, er wurde abgesagt. Das ist nicht die Kabinettssitzung, die jeden Mittwochvormittag im Kanzleramt stattfindet, wo die Kabinettsmitglieder, also die ganzen Minister und Staatssekretäre zusammenkommen, um ihren Trümmerhaufen von Regierungspolitik, was sie da betreiben, weiter fortzuschreiben. Der Koalitionsausschuss, der ist auch mit Vertretern aus dem Bundestag besetzt und sie treffen sich, um gewisse Dinge zu besprechen, die auch noch zum Beispiel im Koalitionsvertrag stehen und noch gar nicht umgesetzt sind. Und dieser Ausschuss, er tagt jetzt nicht mehr. Man hat andere terminliche Gründe vorgeschoben. Die Zeichen, sie deuten jetzt wirklich langsam darauf hin, dass die Parteien kapiert haben, dass sie sich mal vorbereiten sollten. Niemand will gehen von den Ampelparteien, absolut niemand. Aber die Frage ist, wenn Friedrich Merz jetzt mit seinem Ultimatum, was er gestellt hat, am Ende dann auch durchziehen möchte, da bin ich gespannt, was er dann aus dem Hut zaubert. Er machte ja wirklich Wahlkampf für seine Kandidatur zum Kanzlerkandidaten 2025 der Union und er treibt die Regierung auch wahnsinnig vor sich her, natürlich mit Vorarbeit der AfD. Die Frage ist allerdings, was macht er, wenn jetzt ein Ultimatum verstreicht und einfach nichts passiert?
ist er so wahnsinnig, vielleicht völliger Wahnsinn, ihr wisst, was ich meine, um mit seinen unionsgeführten Bundesländern Grenzkontrollen zwischen Bundesländern aufzuziehen. Das wäre eine maximale Eskalationsstufe. Stellt euch vor, Bayern kontrolliert dann an der Grenze zu Thüringen und sagt, nee, nee, Leute, hier, ihr seid ja die ganz... Also, stellt euch vor, was für ein Chaos. Aber er ist Transatlantiker und Europapolitiker. Ich traue Friedrich Merz das nicht zu. Die andere Frage ist, was will er dann machen? Wie will er diese Regierung dazu bewegen, den Staffelstab zu übergeben? Das hat er ja schon mehrfach gefordert. Wird er dazu aufrufen, dass Leute demonstrieren kommen gegen die Ampel in Berlin? Wäre ein Mittel, würde aber auf jeden Fall gekapert werden von rechts. Also, da gibt es dann keine Brandmauer, wenn sie demonstrieren. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Es gibt sonst nicht viele, außer wir kommen da zum Beispiel auf den Solidaritätszuschlag mit den Gerichtsurteilen, die da noch ausstehen. Wenn jetzt hier quasi das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hingeht und den Solidaritätszuschlag einkassiert und er rückwirkend für nichtig erklärt wird und man quasi auch noch Gelder zurückzahlen muss, dann wird es schon ziemlich eng. Jetzt guckt man dann einfach mal, okay, was stehen denn für Termine an beim Bundesverfassungsgericht? Und ja, am 18. September ist eine Urteilsverkündung zu einer Bundestagssache, aber es geht um den Ausschussvorsitz von Stefan Brandner und wie sie ihn am Ende abgenommen haben. Das wird jetzt jahrelang danach endlich mal verhandelt. Ansonsten gibt es noch zwei weitere Termine. Es hat damit im Moment nichts zu tun. Das heißt, hier gibt es auch keinen Spielball, den die Union hier noch reingrätschen könnte. Ob Christian Lindner am Ende aufsteht von dem Tisch, von dem reich gedeckten Gabentisch, ich glaube nein. Aber das ZDF kommt jetzt hier um die Ecke in dem aktuellen Politbarometer und man muss ziemlich, ziemlich lange durchklicken, bis man dieses Foto sieht, gibt es hier gewünschte Koalitionen. Und dann haben sie zwei verschiedene Schaubilder. Da gibt es eines, auf dem ist dann große Koalition, Schwarz-Grün, Schwarz-Gelb und Rot-Grün. So, also das Bekannte ist da abgebildet und das mit der meisten Zustimmung, mit 23%, ist eine große Koalition aus SPD und CDU. Sie fragen gar nicht nach Koalitionen mit der AfD, aber sie fragen auf dem zweiten Blatt nach SPD, Grüne, FDP, also der Ampelregierung. Und da gibt es 0%, die beim Politbarometer gesagt haben, sie wünschen sich diese Koalition. So eine Klatsche, das ist phänomenal, Leute. Ich frage mich, was brauchen sie noch, um wach zu werden? Aber wer gesehen hat, was Frau Ammann vom Spiegel über Hamburg gesagt hat, über den, also es ist wirklich völliger Wahnsinn. Sie sind sowas von fernab der Realität. Und dann haut der Bundeskanzler am Mittwoch hier in Berlin auf dem Bürgerdialog noch einen raus, als er vom Kindergartenerzieher gefragt wurde nach dem schlechten Verhalten in der Ampel, dreht er einfach den Spieß um und sagt, können Sie da was empfehlen? Ich frage für einen Freund. Welches Patentrezept haben Sie? Ich meine, ich frage für einen Freund. Er macht das Ganze hier dann damit lächerlich. Es geht nicht darum, dass der Kanzler keinen Humor haben darf, aber in solch ernsten Situationen, er ist sich dem Ernst der Lage nicht bewusst, weil sie alle sich laben wie die Maden im Speck. Erst wenn das Salär weg ist und auch das letzte Übergangsgeld für Olaf gezahlt wurde, wird er vielleicht merken, dass sein eingeschlagener Kurs doch nicht nur zum Wohle Deutschlands gewesen ist. Ihr seht es an allen Ecken. Wir haben inzwischen Wild-West-Verhältnisse hier. Schießereien, Messerstechereien, dies, das. Ich weiß schon gar nicht mehr, über was ich ein Video machen soll. Es gibt jetzt inzwischen, falls ihr das nicht kennt, messerinzidenz.de. Eine wunderbare Webseite. Ein Projekt von einem jungen Mann, der hier versucht, mal etwas Klarheit zu bringen. Ihr könnt euch die Seite ja mal angucken. Ich finde es wirklich phänomenal. Aber am besten finde ich, wenn du diesen Kanal jetzt auch noch abonnierst, damit du immer auf dem Laufenden bleibst und damit du auch nicht die Benachrichtigungen verpasst, die YouTube dir manchmal vorenthalten möchte, empfehle ich dir noch meinen Telegram-Kanal. Und damit sage ich ciao, bis bald.